oder nicht? Einen wunderschönen guten Tag, liebe Herrschaften. Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt. Der Weg auf den Kanal zu diesem Video. Wir wollen loslegen. Und zwar bin ich euch noch schuldig, dass wir auf dieser Seite hier hinten die Narbe umbauen. Dafür müssen wir jetzt erstmal die Teile aus dem Auto holen. Oh, guckt, genießt noch einmal den Anblick. Ich wünsche an dieser Stelle dem neuen Besitzer viel, viel Spaß mit der Karre. Ist echt ein ehrliches Auto, was du da gekauft hast. Und eine richtig geile Basis für was richtig, richtig Geiles. Also es ist auch so schon was richtig, richtig Geiles. Ja, Leute, in diesem Sinne, ich reiße jetzt hier mal die Schiebetür auf, dann holen wir mal... Naja, ihr seht, hier ist wieder eng gerade alles, deswegen bin ich auch gar nicht böse drum. Wenn der Karmann die Halle verlässt und ich hier wieder ein bisschen mehr Spielraum habe, hier sind die Teile, die wir jetzt brauchen. Schöne Narbe. Naja, ich hole das alles mal raus und dann zeige ich euch das gleich in Ruhe. So, das sind jetzt diese besagten Teile hier. Schöner, gekürzter Achsstummel. Tolle Sache. Hier ist die Narbe, was ich brauche. Genau, da noch die Trommel umgebohrt in 5x130. Und ich zeige euch jetzt mal. Ah, zeige ich euch gleich, wenn wir es auseinandergebaut haben. Ich bock jetzt das Auto erstmal auf. Rad runter, alles auseinanderbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Puh, ja, hier ist ganz schön viel Zeit zwischen dem letzten Video dazwischen gewesen. Auf einmal kamen die Jungs an und haben den Karmann abgeholt. Das Ding ist verkauft. Wir haben Platz in der Halle. Ein weinendes Auge, ein lachendes Auge. Ich freue mich auf jeden Fall sehr für den neuen Besitzer. Er hat ein richtig tolles Auto für einen echt, echt, echt fairen Kurs geschossen. Also, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Ja, um hier bei dem ganzen Thema zu bleiben. Die Seite ist jetzt auch fertig umgebaut. Leider habe ich euch da jetzt nur ganz wenig zu mitgenommen. Aber wir müssen hier nochmal beigehen, weil, naja, es passt hier auf der Seite nicht hundertprozentig. Die Narbenkappe geht nicht ganz rauf. Das heißt, die Seite muss eh nochmal auseinander und dann können wir uns das angucken. Ich bin trotzdem jetzt soweit fertig, dass beide Räder montiert sind hinten und ich finde, das sieht total geil aus mit der Pelle jetzt hier. Der Bus gefällt mir richtig gut. Mann, ey, ich meine, das ist zwar ein bisschen unnötig, jetzt das so umzubauen, aber ja, ich muss ja zwischendurch auch jetzt andere Sachen machen, solange wir beim Blech nicht weiterkommen. Als nächstes kann jetzt hoffentlich dieser Kasten bald da lackiert werden und so weiter und so fort. Ihr werdet ja auf dem Stand bleiben, was hier sonst noch passiert. Ich will euch trotzdem mal kurz zeigen. Einmal hier mein Licht aus, ne? Ich will euch trotzdem noch mal kurz zeigen. Wir haben ein paar Erneuerungen hier gestern noch gemacht. Meinen guten Karosserietisch hier, den kennt ihr ja langsam, ne? Der ist echt geil ausgestattet jetzt. Aber was hauptsächlich, was ich euch zeigen wollte, wir haben jetzt hier einen Schalter dazwischen gebaut, dass man vorne und hinten einfach das Licht mal trennen kann. Weil meistens arbeitet man ja nur hier vorne und dann ist immer die ganze Halle nach hinten durchbeleuchtet. Muss ja nicht sein, ne? Ich meine, da sind LED-Röhren drin, das wird jetzt keine Unmengen an Strom sparen, aber wir sind ja doch viele Stunden immer hier. Jetzt kann man es einfach mal ausschalten da hinten. Bin ich total happy drum, dass wir das jetzt haben. Das machen wir drüben mit der langen Röhre von Jasko und Phil und Philipp auch noch. Ja, außerdem habe ich hier von einem Abonnenten diese Lichtpanels zugeschickt bekommen. Richtig, richtig heiße Teile. Die haben wir ja hier über der Werkbank auch angebaut schon, ne? Hammer, hammer geil. Jetzt habe ich hier die anderen beiden angebaut, sodass vorne und hinten geil ausgeleuchtet ist. Hier mit einem kleinen Extraschalter auch versehen. Und ey, man sieht das richtig doll, ne? Guck mal, so oder so. Also, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist schon echt hammer, hammer geil. Außerdem habe ich das jetzt endlich mal geschafft. Die Werkbank final sauber. Hier vorne alles mal lang gefegt. Jetzt muss eigentlich nur noch der letzte Kram von Jascha hier irgendwie so ein bisschen weg. Die Schränke, die sollen mal bei uns in die Wohnung. Die machen wir jetzt noch fertig. Und dann ist mein Plan, diese Wand hier drüben einmal komplett leer zu haben wieder. Dass man hier vorne wirklich, wenn man schraubt, auch ums Auto rumgehen kann. Weil so ist es das nicht. Aber das soll ja wohl möglich werden. Außerdem habe ich hier mal so eine Latte rangespackst, ne? Schön
schön, dass man eine Abtrennung hat. Jaskos Seite, meine Seite. Und vor allen Dingen, man hat öfter mal irgendwas, was man irgendwo gegenlaufen lassen will. Sowas Längeres oder so. Und dann rutscht das immer hier über den ganzen Tisch. Und jetzt hat man einfach mal hier eine schöne feste Latte, wo man mal was gegenschieben kann, wenn man da irgendwie arbeiten will oder so, ne? Außerdem haben wir hier vorne so eine kleine Garage gebaut, wo jetzt unten unser Schweißgerät drin steht, der Kompressor. Komplett verschenkter Platz. Vorher stand das in der Ecke. Die Schläuche liefen mir immer unnötig lang. Der Kompressor ist jetzt hier schön mit dem Kippschalter angeschlossen. Kannst wieder ausmachen, anmachen. Da ist der Schlauch. Können beide Seiten sich den gut wegholen. Richtig, richtig geil. Vor allen Dingen Luft hier immer parat, direkt an der Werkbank zu haben. Herrlich, Alter, herrlich. Ihr seht schon, das sind jetzt richtige Upgrades. Und ich habe auch Bock, diese ganze Halle noch weiter auszuklügeln. Außerdem haben wir hier noch diese Lautsprecher angebaut. Die sind drehbar, aber das wisst ihr, glaube ich. Kennt ihr ja schon aus einem anderen Video. Gut, Leute, für heute ist Feierabend. Wir sehen uns die Tage wieder. Also, wenn wir hier am Bus weitermachen. Oder was auch immer wir weitermachen. Aber ich denke, den Bus. Gut, Leute, bis gleich. So Leute, nächster Tag, weiter geht's. Kleine Erneuerung noch. Ich habe mir hier so ein kleines Regal angespackst. Bisschen Materiallager. Hier habe ich jetzt alles Mögliche, was man so mal zum Bauen braucht, ne? Magajasko, ich habe hier aus dem Schrott auch. Ich weiß nicht, wovon das kam. Ach so, vom Hängerteil. Wiederverwertet so, ne? Daraus kann man bestimmt nochmal was Tolles bauen. Ja, Leute, wie gesagt, da ist jetzt Materiallager schön, ne? Finde ich geil. Und jetzt als nächstes will ich euch mal sagen, hier am Bus geht's weiter. Wir haben ihn jetzt hier vorne schön hingenommen und haben ihn in Waage mal gebracht, dass er hier ja richtig mit Wasserwaage drin abgelegt. Dass er hier richtig schön in Waage ist. Drüben mit Brettern unterm Rad. Dann war er noch nicht hundertprozentig so. Hier schön so diese Bretters. Und dann mit dem Wagenheber nochmal ganz leicht angelüpft. Jetzt haben wir ihn hier toll in Waage. Und Jasko hat hier einen klasse Laser stehen gehabt. Mit Stativ und so weiter und so fort. Den haben wir hier aufgebaut und mal auf den Bus gerichtet. Jetzt sieht man hier genau, was Phase ist. Auf dieser Seite haben wir hier, ja, knapp unter Regenrinne, seht ihr, ne? So. Und auf dieser Seite kommt der Strich hier oben an. Also das ist genau unser Zentimeter hier, der hier auch bei der Frontscheibe fehlt. Ich werde mich jetzt da mit meinem Kollegen beratschlagen, wie wir da am besten weiter vorgehen, aber ich denke mal, ich muss die A-Säule hier wirklich nochmal einmal auftrennen, einen Streifen da rein und oh, ja, aber es nützt ja nichts. Leute, ihr wisst kurz Bescheid, ich schalte den Laser aus und dann sehen wir uns wieder hier, ne? Bis dann. Ich bin euch ein Update schuldig. Wir waren hier schon wieder heiß zugange und haben am Bus weitergemacht. Die Flex war am Kreisen, Bleche wurden wieder rausgetrennt und warum wir das alles gemacht haben, zeige ich euch jetzt. Wir hatten ja die Angst, dass hier die A-Säule nochmal abgeschnitten werden muss, weil hier der Spalt zu niedrig ist, ne? Jetzt kann ich euch aber sagen, jetzt wo das alles hier wieder so ein bisschen lose hat, guck mal, hier liegt die Scheibe ja auch nicht perfekt an, ne? Da kann ich mit dem Finger so hintergehen. Das heißt, die ganze Front muss einfach einen Ticken weiter raus. Wenn ich jetzt hier die Front packe und rausziehe, dann legt die sich erstens da unten richtig geil an die Kante an und oben, seht ihr das? Da gewinne ich meinen Spalt. Also ist jetzt der Plan, die Front noch ein bisschen weiter hier oben rauszuholen irgendwie. Da müssen wir hier ordentlich schrumpfen. Wir haben hier richtig die Schrumpf-Session gemacht. Ne, da echt nochmal vielen Dank an die Helfer, die da waren. Acetylensauerstoff ist jetzt hier da mit einer ganz feinen Düse auf dem kleinen Brenner und so. Dann haben wir hier immer Punkte gemacht. Und das richtig schön hier alles glatt gestreichelt. Das sieht schon mega, mega geil aus. Man könnte da jetzt komplett übertreiben und immer weiter und immer weiter. Aber ich bin dafür, dass wir hier die Kirche im Dorf lassen. Klar ist ja hier immer noch bauchig so, wenn man jetzt hier so runter guckt, ne? Ist das im Verhältnis zu auf der Seite hier ja natürlich ein bisschen rausstehend. Aber ich meine, das Blech ist halt einfach ein bisschen gelenkt worden. Wo soll das alles hin so, ne? Wir haben außerdem hier oben auch am Dach schön runtergeschrumpft. Die ganze Geschichte ist jetzt auch niedriger gekommen. Das ist schon geiler, aber auch noch nicht hundertprozentig. Ja, Leute, ich würde da ja gerne ein bisschen die Kamera mal raufhalten, aber ja, ich will meine Helfer da ja auch nicht vergraulen mit. Ich muss mal filmen. Wir wollen jetzt hier echt das noch ein bisschen richten und so und ich versuche mitzunehmen, was ich mitnehmen kann, aber ihr wisst ja, wie es ist. Nicht jeder mag sich da so gerne in das Licht der Kamera stellen. Ja, hier vorne die Karosserie-Ecke wird jetzt in Ruhe gelassen. Wir haben hier hinten für den Käfer ein paar Sachen zu tun und zwar müssen wir diese ganze Innenausstattungsscheiße mal vorbereiten. Hier liegt der ganze Teppichkram im Auto und sowas und das muss gereinigt werden. Dafür habe ich besorgt. Hier so ein Nasssauger auf eure Empfehlung. Total geiles Ding. Konntest du ja bei Rossmann leihen einfach. Dann gibt es hier von Zwanni noch so eine Pulle dazu. Ja, und jetzt kann das losgehen, dass wir hier das Ding mit Wasser füllen und einmal die ganze Innenausstattung richtig durchreinigen. Ja, aber bevor das jetzt gleich losgeht, warte ich noch eben auf Nelly. Bis gleich. We'll be right back.
was geht? Na, wir sind wieder dabei hier und wie ihr seht, haben wir den ganzen Käfer mal freigeräumt. Und wie ihr gerade mit Musik hinterlegt mitkriegen konntet, haben wir alle Polster mal gereinigt. Dazu kann ich euch jetzt hier gar nicht viel zeigen, fällt mir gerade ein, weil die alle zu Hause sind zum Durchtrocknen. Wir haben es ja auch zu Hause gereinigt, aber auch da hinten der Teppich ist nochmal und hat ein bisschen was, ja, gekriegt, sag ich mal. Da hinten schön auch der einmal gesäubert und so. Und man, jetzt mal nochmal, sagt nochmal einmal, wie findet ihr es denn, dieses ganze Farbergebnis hier bitte geworden mit der Spachtelei und so? Ich finde, man sieht das kaum, dass hier beilackiert wurde. Also ich bin echt zufrieden damit, muss ich echt sagen. Und den ganzen Käfer so komplett mal frei abgedeckt zu sehen, ist auch total geil. Also da freue ich mich. Scheiße. Da freue ich mich massiv. Also, jetzt kann das hier weitergehen. Was machen wir denn als nächstes? Wenn die ganzen, ja, Teppich jetzt trocknen, Sitze trocknen. Wir können jetzt hier Kotflügel anbauen und so weiter und so fort. Dann müssen wir hier nochmal so ein paar Gummis bestellen und sowas. Ah, willst du das nochmal zeigen? Ja, guck mal. Ja, wir zeigen mal beide. Ja, Nelly hat da hinten für die Zwangsentlüftung noch diese Plastikdinger gewechselt. Wo habe ich die hingepackt? Das sind hier die alten. Müsst ihr mal genau gucken, ne? Die sind total, das war ein Raucherauto. Starkes Raucherauto. Das ist gar nicht lecker, du. Die riechen immer noch nach Rauch, obwohl das Auto seit 15 Jahren in der Ecke stand. Aber jetzt hat Nelly da hinten die auch einmal frisch gemacht. Das sieht jetzt richtig strahlend, die weiß da hinten in der Ecke raus. Ne, man sieht die da, oder? Ja, man sieht das, ne? Ja, Leute, ihr seht also gleich, wenn wir hier weitermachen. Ich denke, als nächstes kommt hier wieder ein Fortschritt am Bus. Da kann ich auch noch mal kurz zeigen. Ich war bei meinem Patenonkel unterwegs und habe hier von ihm ein Armaturenbrett abgesahnt. Jetzt habe ich das Armaturenbrett für vorne, wenigstens die Anschraubpunkte für die Handbremse, für die Lenksäule, alles neu. Hier oben habe ich auch theoretisch, ist hier auch ein Deckblech, das Blech, was quasi an die Frontscheibe geht. Aber da will ich ja gerne das alte behalten. Nur das hier jetzt, davon auch das alte zu behalten, das wäre wirklich Murks. Das müssen wir nicht machen. So, Leute, also bis gleich, ne? Was geht? Wir haben es geschafft und die vorderen Kotflügel sind schön am Käfer dran. Ich finde das Ergebnis richtig geil. Licht läuft, Blinker läuft, Standlicht geht nur auf einer Seite. Da müssen wir auf dieser Seite nochmal gucken, was da los ist. Aber fürs Erste richtig, richtig geil. Die Kotflügel ausgerichtet und sowas. Ja, jetzt kann es hier am Käfer auch weitergehen. Und wenn euch das interessiert, nächste Woche machen wir die hinteren Kotflügel fertig. Kabel anschließen, alles festschrauben. Die hängen jetzt hier wirklich nur so dran, ne? Ja, außerdem werden wir bestimmt noch weitere Kleinigkeiten machen. Bestimmt mal den Tank einbauen, weil ich will, hier hängt ja immer noch dieser Tank drin, ich will auch mal den Deckel wieder schließen können. Wir werden hier auf jeden Fall hart weitermachen. Was ich euch jetzt noch berichten will, ist, ihr habt heute wirklich die letzte Chance, im Shop die Tassen zu bestellen. Also, wer es noch nicht getan hat, dem wünsche ich jetzt hier viel Spaß beim Kauf dieser Tasse. Ihr supportet das Ganze hier mit extrem, wenn ihr es tut. Ja, bestellt sie doch gerne. Und jetzt seht ihr hier vorne schon, was hier los ist, Alter. Hier wird gesägt, hier wird gefeilt, hier wird alles Mögliche gemacht. Wir haben heute den ganzen Tag genutzt und am Bus ordentlich weitergemacht. Ihr seht, hier ist die Bombe eingeschlagen. Wir haben uns hier mal Maße auf die ganze Front geholt. Wir haben die Presse wieder im Einsatz gehabt. Haben hier angefangen, ja, die Ecke mal zu fixieren, dass das auf einer schönen Höhe ist für die Tür nachher. Ne, dass das hier so schön einen Übergang macht. Jetzt wirft er hier wieder eine Delle, weil hier so viel Spannung drauf war. Haben wir hier jetzt so einen Spannungsschnitt reingesetzt. Das überlappt jetzt hier schon total. Also das sind echt ein paar Millimeter. Jetzt fängt er an, sich hier zu bauchen. Also das ganze Thema
Thema ist hier richtig brisant, ne? Außerdem haben wir den Lüftungskasten hier richtig final mal eingepasst, mit ein paar selbstschneidenden Blechschrauben hier fixiert, dass er nicht weg kann und da sitzt, wo er hin soll. Außerdem haben wir hier oben am Dach die Kante noch ein bisschen weiter rausgedrückt. Ich habe hier hinter den kompletten Träger rausgenommen, auf der ganzen Breite, dass wir hier halt vernünftig drücken können und das alles zu einem schönen Ergebnis kriegen. Ja, Leute, wie es hier weitergeht, werden wir nächste Woche mal ausgiebiger zeigen. Wenn es hier weitergeht, werde ich mal, wenn wir hier dran sind, zwischendurch auch mal sagen, halt, stopp, jetzt filme ich und euch ein bisschen mehr begleiten, weil ich selber will das ja videotechnisch auch festhalten für meine Erinnerung einfach. Und jetzt die letzten 2-3 Sessions haben wir hier quasi immer weitergemacht, ohne zu filmen und ich habe hinterher nur erzählt, was passiert ist. Aber ihr dürft auch nicht unterschätzen. Wir haben heute hier wieder 8 Stunden Arbeit reingehauen und man sieht kaum Veränderung, so, ne? Das muss man dazu auch sagen. Also, ja, der Wasserkasten ist drin. Wir haben außerdem das hier ein bisschen weiter vorgedrückt. Hier kommt die Rundung auch langsam besser. Das ist ein richtig zähes Projekt, ne? Das sieht natürlich jetzt schon seit Monaten total geil aus. Die Tür sitzt drin und schließt. Aber das jetzt hier wirklich alles noch so hinzukriegen, dass die Frontscheibe reinpasst, ist natürlich irre schwierig, ne? Und jetzt muss ich euch sagen, wir hatten jetzt die Frontscheibendichtung schon einmal komplett rumgelegt um die Frontscheibe. Es sitzt jetzt schon richtig geil an fast allen Stellen, wenn du die so reinpackst. Hier oben zum Dach hin passt das. Jetzt muss er hier noch ein bisschen Bearbeitung kriegen. Die ganze Ecke, die Kante muss hier einfach noch ein bisschen raus. Aber Leute, wie gesagt, wenn es hier nächste Woche weitergeht, dann zeigen wir euch das mal ein bisschen mehr, ne? Also, ich sag jetzt tschüss, bestellt doch gerne noch eine Tasse und bis nächste Woche, ne?